Hochverehrtes Publikum, hochverehrtes, da drüben sitzt Johannes Kreidler, weltbekannter Künstler, ohne jede Ironie, und wir werden heute uns freundlich battlen. Ich weiß nicht, ob er ein Motto hat, mein Motto heute lautet, handeln durch Nichthandeln und indem ich größtenteils Buchorakel mache. Das ist ein frisch erschienenes Buch. Ist auch ein frisch erschienenes Buch mit Einlage. Handeln durch Nichthandeln. Essay, wir wurden gebeten, was zu schreiben zum Thema Musik, Denken heute. Ich bitte dich, unterbrich mich einfach, wenn es dann nervt. Unser Geist ist ein Verbindungsglied des völlig Ungleichen. Wer anstatt etwas Vernünftiges zu tun mit Musik, Kunst, Poesie oder dergleichen beginnt und davon nicht lassen kann, hat entweder keine oder besonders stichhaltige Gründe dafür oder beides. Klangbeispiel 1, Rosa Rauschen. Egal. Musik. Klangbeispiel 2, Beethoven, Sonate Opus 111. Ja. Denken. Abbildung 1, der Denker von Rodin, Fotografie. Egal. Antike Tempelanlagen, wie wir sie zum Beispiel aus Griechenland und Italien kennen, waren, wenn wir den Archäologen Glauben schenken, ursprünglich Messanlagen. Gebaute Skalen zur Beschreibung, Skalierung unterschiedlicher Verläufe des Vogelflugs. Die Priester und Propheten waren mittels der in regelmäßigen Abständen freistehenden Säulen der Säulengänge einer Tempelanlage in der Lage, den Flug von Raben, Dohlen und anderer Krähenvögel einzuordnen, ihre Beobachtungen zu protokollieren, später zu deuten. Skalierung ist Voraussetzung fürs Protokoll. Der Tempel, Maßstab und Messstation. Abbildung 2, Kolkrabe, Fotografie. Das antike Amphitheater hingegen sieht wie ein in den Boden eingelassene Satellitenschüssel aus. Sie sendet oder empfängt, ist eben jedenfalls nach oben ausgerichtet. In dieser Schüssel spielt die Musik und das Theater, nicht nur für die Götter. Einspielung 1, Götter. Wir sind nach einigen gemeinsamen Exerzitien in Stationen hier angelangt, hingeführt worden. Womöglich wurde tagelang zuvor gefastet, womöglich haben wir psychotrope Substanzen eingenommen, wohl möglich. Der Chor vertritt uns, gibt uns Stimme, ist öffentliche Meinung und begrenzt den unteren Zuschauerraum zur Szene hin. Skene gleich Zelt, dann erst Laube, Hütte, Bühne und so weiter. Musik. Klang, Bewegung, Wort, Szene, Sprechgesang, musikalische und inhaltliche Bedeutung spielen zwischen uns, unter uns, mit uns. Die Membran dieser öffentlichen Schüssel ist im Himmel zugewandt. Abbildung, Universum. Du kannst mich immer unterbrechen, wenn jetzt irgendwie. Nö, entscheide du, wie lange du machst. Mhm. Also Abbildung, Universum. Ja. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, Thank you.
ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe. Und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe. Von der ich spreche und die ich in dem diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe auf einem Grab, von der ich spreche und die ich indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze, die aber in dem Maße unersetzbar bleibt, wie sie schön ist. Jacques Derrida. Ich lausche, ich lasse mir Zeit, ich sehe keine Grenze, ich bin die vollkommene Gegenwart, ich bin kein anderer. Ich finde Grenzen in allen Spielräumen, wenn ich sie maßlos nutze. Ich konnte immer leicht von mir absehen und mich selbst zu etwas Entgegengeworfenem werden lassen, wenn es nötig war. Ich hätte vielleicht ein Mädchen werden können, ich hätte vielleicht eine Pflanze werden können oder ein melancholisches Monster. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich ist eine permanent sich wandelnde Wurzel. Ich weiß nichts von ihrem Ursprung, jedenfalls jetzt noch nicht. Ich frage mich jetzt nicht, woher oder warum, sondern wozu ich geschaffen sein könnte. Ich erwarte keine eindeutige Antwort, wäre aber schön. Ich ersetze das Wort Ich durch das Kompositum, liebesfähige Trümmergestalt mit Entwicklungspotenzial gegen unendlich. Das ist mir aber zu lang. Ich atme. Ich atme. Ich atme. Ich mache mir über den Atem kaum je Gedanken. Ich atme. Ist das ein Gedanke? Ich kann nicht denken, vermute ich, ohne zu atmen. Später einmal. Ich sage ich und meine ein Ich, das sich von mir ablöst.
Ich spreche vom abgelösten Ich aus. Ich löse es aus mir heraus. Ich löse es aus. Ich beobachte es. Ich kann sehen, dass es nichts unternimmt. Ich, das andere, tut einfach nichts. Ich kann selbst dieses Nichts des abgelösten Ich für eine Täuschung halten. Ich kann die Täuschungswitterung aufnehmen und mich von ihr ebenfalls täuschen lassen. Ich betreibe ihre und seine Auflösung, weil ich glaube, dass es ihr und ihm entspricht. Ich sammle seine Aspekte, seine Reste, seine Spuren. Ich öffne die Türen, auch die falschen. Ich erinnere die falschen Türen in den Grabkammern der Pharaonen. Ich leiste mir die Vorstellung einer Erinnerung eines Besuchs im British Museum, wo falsche Türen, false doors, naturgetreu aufgebaut waren, wie in den Grabkammern der Pharaonen, die nirgendwo hinführen. Ich lausche. Ich liefere mich aus. Ich lasse Licht herein. Ich kehre das Licht um. Ich geht gegen unendlich. Ich gehe gegen unendlich. Pasolini meint, seine innere Unendlichkeit spiegle die äußere da draußen. Ich kann alles denken. Ich denke, alles Denken ist nichts anderes als ein Vorstellen durch Merkmale. Das war nicht ich, das war Kant. Ich bin ein Randgebiet. Ich beende das Denken. Ich, ich. Ich beginne die Aussprache des Wörtchens Ich mit einem Glottisschlag. Das machen alle so. Ich probiere es jetzt einmal ohne Glottisschlag. Ich erkenne das Wort Ich kaum mehr. Ich fahre wie von ferne in seinen Klangleib hinein. Ich entstelle das Ich. Ich denke plötzlich an andere, zum Beispiel an R, obwohl ich R erst zweimal begegnet bin und das eher beiläufig. Ich sehe sein Bild vor mir. Ich frage mich, was will R von mir und wieso gerade jetzt? Ich kann keine Verbindung herstellen. Ich kann eine Stimme hören, die sagt, diese Verbindung werde gehalten. Ich kann den Widerspruch fühlen, denn gerade jetzt ist ja die Verbindung unterbrochen. Deshalb spricht sie ja, diese Stimme, und sagt, diese Verbindung werde gehalten. Ich lege auf. Ich schreibe. Ich schreibe, um das selige Zeitalter zu erreichen. Ich schreibe um die Insel der Seligen herum in einem Zuge. Ich schreibe, um die Welt nicht zu verstümmeln, um sie nicht verrückt zu machen, sondern ihr Gelegenheit zu geben, mich zu finden, wer auch immer. Ich sehe kein Weltenende. Ich schreibe ohne jede Erwartung. Ich lausche. Ich lausche gegen die eigenen Erwartungen an, in denen nicht zu erkennen ist, ob sie mir eingepflanzt, untergejubelt, angeboten, diktiert oder bloß empfohlen wurden, ob ich sie geträumt habe oder obendrauf gesetzt aus Eitelkeit, Sehnsucht, aus Mangel, Trauma, Ausgleich, Eskapismus, Schöpferkraft und Gabe oder überbordender Ich-Sucht etwa. Ich glaube, unedle Handlungsmotive können bisweilen in edlen Gewohnheiten münden. Münden, da ist wieder der Mund im Spiel. Ich habe die Zahl 1000 jetzt vergessen und schlage hier in dieser Vergessenslücke mein Zelt auf. Ich kampiere im Niemandsland zwischen den Zahlen, die über den Zungenschlag einer bestimmten Sprache erhaben sind. Ich ducke mich zwischen die Hecken des Abwesenden. Ich verwandle sie und mich unter ihnen. Ich bin von ihnen nicht mehr zu unterscheiden. Ich nehme sie mit Nullmal. Ich sehe, dass das Produkt aus beliebig vielen Faktoren, wenn einer der Faktoren gleich Null ist, insgesamt immer gleich Null sein wird. Ich verwandle die Zeilen aus 1000 in Null, indem ich mit Null multipliziere das Vielfältige. Da ist nur noch eines, Null, oder auch das nicht mehr. Ich winke in die Ferne. Ich winke auch denen zu, die mir nicht zuschauen. Und denen erst recht. Ich winke euch zu. Ich bin Teil unseres Spiegelzoos. In mir winken die Spiegelneuronen, ich unterlaufe die Daseinskante, ich verlasse mich, ich verlasse in jedem Gedanken meinen Körper, ich verlasse meinen Körper in jedem Gedanken, ich verfolge ihn von hier bis in die 1000, ich verlasse 1000, ich verliere den, der 1000 verlassen hat, ich nicht. Die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das hier ist Black Doom Metal. Das hier ist Black Metal. Das hier ist Dark Metal. Das hier ist Death Doom Metal. Das hier ist Death Metal. Das ist Doom Metal. Das ist Doom Core Metal. Das ist Drone Doom Metal. Das ist Epic Doom Metal.
Das ist Epic Hollywood Metal, auch Symphonic Electric Metal genannt. Das ist Extreme Metal. Florida Death Metal. Flower Metal oder auch Happy Metal. Funeral Doom Metal. Das ist Gothic Metal. Das ist Hair Metal, auch Glam Metal oder Poser Metal genannt. Das ist Industrial Metal. Japanese Power Metal. Das ist Heavy Metal. Melodic Death Metal. Das ist Metalcore. Das ist Neo Thrash Metal. Die New Wave of British Metal. Das ist New Metal. Nein, sorry, das war New York Death Metal. Jetzt kommt New Metal. Old School Death Metal. Das Opera Metal. Das ist Power Metal. Das ist Progressive Metal. Das ist Slam Death Metal. Das ist Stoner Doom Metal. Das ist NSBM, nationalsozialistischer Black Metal. Das ist Swedish Death Metal. Das ist Symphonic Metal, auch Epic Metal genannt. Das ist Technical Death Metal. Das ist Thrash Metal. Das ist True Metal. Abbildung 3. Satellitenschüssel in der vertikalen. Diese horizontale Membran kippt mehr als 2000 Jahre später in die vertikale. Das viereckige Portal der Barockbühne zum Beispiel in der Oper von Versailles trennt das Kunstgeschehen vom Zuschauerraum und die Erfindung der Perspektive mag fürs illusionistische Ermessen der Kunstwelten im Maßstab auf der Bühne notwendige Bedingungen gewesen sein. Welten werden zwischen den Kulissen erschaffen. Wir als geneigte, höfische Öffentlichkeit betrachten sie und spielen im Parkett unser eigenes künstliches Spiel. Abbildung 4, barockes Theaterportal. Welche Art Öffentlichkeit wird hier verhandelt? Welche Art Höhlung braucht es, damit sie im konkaven Raum sich ereignet? Und heute? YouTube Link 1, Stadion mit Videowürfel, Torschuss, Abblende. Eher privat? Abbildung 5, Kopfhörerkopf 1. Die Öffentlichkeit, übrigens auch die politische, stürzt auf uns ein und setzt uns zu, eine Art permanenter Belagerungszustand, nicht? Klangbeispiel 3, Beschallung 1. Abbildung 6, Porträt einer Frau am Smartphone. Wir leben in permanent einander ablösenden Schaltungen. Wir leben in einander permanent ablösenden Schaltungen, was ja nichts Schlimmes ist. Dazu aber später mehr. Thank you.
Guten Tag, wie heißen Sie? Kommen Sie mit mir ins Kino. Sie lachen. Was soll man tun? Was sollen wir tun? Ich lache, Sie leuchten, es zündet. Ich entzünde mich an Ihnen. Der Mensch zündet sich in der Nacht ein Licht an, bis es mir schließlich zu bunt wird und ich verschwinde in Ihnen. In Ihnen verschwinde ich. Also warten wir ab, du, Eleonore, mein Licht, das sich in ihnen entzündet und ich. Es erleuchtet sich. Ich leuchte ihnen. Sie erleuchten mir. Mehr braucht es nicht. Mein Tisch brennt. Sie haben mich entzündet, Liebe. Ein Stern wird gekühlt, der kühle Stern fällt. Da wurde alles lichtpfeilschnell. Mehr braucht es nicht. Nicht einmal tagsüber, nicht einmal im Winter, nicht einmal umsonst, nicht einmal, zweimal, dreimal. Wer hat den fallenden Stern gekühlt und hinters Licht? In dem Licht, das uns blendet, liegt ein weiteres versenkt, aber ist es denn dann noch ein Licht? Abbildung 7. Später Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Frage der öffentlichen Geschmacksprägung, die Frage der ästhetischen Benutzeroberfläche unserer Alltagskulturen ist eine gesellschaftspolitische Frage. Meinungen werden produziert, Macht wird gemacht. Einspielung Video 1, Werbeclip einer Volkspartei. Metal. Abbildung 8, Sprecherstimme, Wahlwerbesendung. Nein, es gibt keinen vernünftigen Bezug der ästhetischen Eskapaden der Orchideenzüchter der Künste zu den konkreten Koordinaten unseres gesellschaftlichen Lebens, der Polis, außer die Machtfrage. Abbildung 9, ein Menschenmeer. Wer das Spiel der ästhetischen Vereinnahmung, Audio 4 ist übergriffig gemeint, das Audio hat sich die Kategorie Klangbeispiel einverleibt, Werbejingle. Wer das Spiel der ästhetischen Vereinnahmung nicht spielt in dieser Gesellschaft, wird nicht an die Macht kommen. Abbildung 10, strahlende Politikerin, Bildunterschrift, alles nur ein Spiel? Hier haben wir es, die transdisziplinarische Medienkomposition, ursprünglich Experimentierfeld der Komponierenden, der Theater- und Filmschaffenden und der Performancekünstlerinnen, passt wie die Faust aufs Auge ins Nutzungsdenken der Kommunikationsagenturen. Orchideenzucht? Abbildung 11, Euros, Abstraktion in Aktion, parallel Audio 5, Rauschen komprimiert. Jetzt könnte man irgendwie was anderes machen. Die Ungeduld, lauernd hockt sie im gelähmten Zitterknorpel. Ende. Ein Instrument zur Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung, ein Instrument zur Qualitätssteigerung, ein Instrument zur Mitarbeiterbindung, ein Instrument zur Bestandsanalyse, ein Instrument zur Bewerbung von Qualitätsindikatoren, ein Instrument zur Messung von Aufgaben, organisations- und arbeitsumgebungsbezogenen Belastungen, ein Instrument zur Entwicklung der Euroregionen,
ein Instrument zur nachhaltigen Steuerung des Gemeindehaushalts, ein Instrument der Qualitätssicherung und des gemeinsamen Lernens, ein Instrument zur optimalen Balance, ein Instrument zur Aufarbeitung von Schadenfällen in der Medizin, ein Instrument der Transparenz. Uni-Rankings, ein Instrument der Hochschulwahl, Selbstbestimmung, ein Instrument der Spaltung. Mikroversicherungen sind daher ein Instrument der sozialen Sicherung, ein Instrument der herrschenden Klasse. Sprache als ein Instrument der Macht. Sex als Machtinstrument, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt. Provozierter Konfessionskrieg als Machtinstrument. Giorgio Agamben im Gespräch. Die endlose Krise ist ein Machtinstrument. Angst und Schweigen als Machtinstrument. Mund räumt am Mittwoch jedoch auch ein, dass angesichts starker Player in der Digitalökonomie die grundsätzliche Frage gestellt werden dürfe, ob die Instrumente der Kartellwächter ausreichend seien und ob wir schnell genug sind. Brachflächen als Chance für die Freiraumplanung, ein Instrument zur Wertsteigerung. Historische Spielfilme, ein Instrument der Geschichtsvermittlung. Fleischverzicht, ein Instrument zur Revolutionierung der globalen Lebensmittelproduktion. Mystery Shopping, ein Instrument zur systematischen Optimierung von Kundenzufriedenheit im Dienstleistungsbereich. Kapitalflussrechnung als ein Instrument zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Ein Instrument zur Erfassung unternehmensbezogener Lernkulturen. Internationale Rahmenvereinbarungen, ein Instrument zur Durchsetzung sozialer Menschenrechte. Soziales Unternehmertum, ein Instrument zur Förderung des lokalen Wachstums. EMAS, ein Instrument zur Etablierung einer ökologisch nachhaltigen Organisationskultur. Die Einführung von Tempo 30 könne daher gleichzeitig ein Instrument zur Verkehrssteuerung sein, um den Berufsverkehr Richtung Autobahn wieder verstärkt über das Hasenloch zu lenken. Qualifikationsrahmen, ein Instrument zur Förderung der Bezüge zwischen verschiedenen Bildungsbereichen. E-Recruiting, ein Instrument zur Optimierung der Personalauswahl. Der Quicktest, ein Instrument zur strategischen Steuerung eines Hotelbetriebes. Ich kann noch ein bisschen hoffen. Spiel vom Wundern und Entscheiden. Links oder rechts? Hoch oder tief? Groß oder klein? Ja oder nein? Drinnen, draußen, alles ein, eures, mein, jetzt oder gleich, heute, morgen, viel oder wenig, hier oder dort, nah oder fern, meins oder deins, ich oder wir, ich oder ihr, alles nichts, hier oder dort, hier oder hier, alles bewegt sich, nichts kommt vom Fleck, arm oder reich, jung oder alt, ein oder aus, stopp oder los, frei sein ist wandern, Freiheit ist sondern, scheiden, fragen, wundern, meinen, trennen, warten, schlendern. Frei sein ist anders, Freiheit ist Anlass. Was muss ich sagen, wann kann ich schweigen? In Freiheit soll ich mich selbst einverleiben, bescheiden, erleiden, erfahren, erfreuen und leiden, vermeiden. In mir soll die Zeit befreien. Befreien ist eines, Befreiung ist anders. Viel oder jetzt, groß oder laut, hier oder dann, ja oder gleich, klein oder wir. Erschießen, der Erschuss, ausschlafen, der Ausschlaf, ausstreichen, der Ausstrich, annullieren, die Annull, penetrieren, das Penetrat, aussitzen, der Aussitz, abtreiben, der Abtrieb, erscheinen, der Erschein, repräsentieren, die Repräsenz, abgewinnen, der Abgewinn, zerschlagen, der Zerschlag, liebenswert, der Liebenswert, antworten, das Antwort, auffressen, der Auffraß, abgewinnen, der Abgewinn. Handeln durch Nichthandeln.
Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Innere. Hardenberg. Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Innere. Ermessen. Ohne Skalierung ist Komponieren im europäischen Sinne offensichtlich undenkbar. Alles wird gemessen, differenziert, aufgefächert, zum Beispiel von 64stel bis zu ganzen Noten von PPPP, pianissimo, bis FFFF, von A, wie sagt man das? Bis C4, von Piccoloflöte bis Kontrabass etc. Notiert wird im Binnenmedium mit Stift und Papier, heute oft im Computer. Komponieren von Musik war immer schon eine Binnenmedienkunst. Und das neuere Musiktheater hat wie kaum eine andere Kunstform die Verhältnisse von performativem Ereignis zu rezeptiver Situation, von Werk zu Rezeption, von Aufführung zu physisch-räumlicher Positionierung der Hörbetrachterinnen ausgemessen, experimentell erforscht, entwickelt. Sind wir schuld an dem ganzen Event-Marketing? Sind wir schuld am Mount Everest? Everset? YouTube-Video, Autoverkaufsshow. Nehmen wir einmal an, es ginge hier nur um Klang, Audio, Musik als Musik im Sinne des 19. Jahrhunderts. Der Klang, die Musik hat sich so weit von allen dienenden Funktionen befreit, nennen wir es einmal so. Sie wurde so selbstständig und autonom, sodass sie zuletzt perfekt in den Lautsprecher packt und bestens vermarktet werden kann. Kurz darauf kostet sie aber nichts mehr, sondern wird einfach heruntergeladen aus der Wolke. Das Geld wird allerorten mit Werbung verdient. Musik war etwas, das mit kompositorischer Entwicklung des Abendlandes zu tun hatte. Alles abgelöst, verpackt, abrufbar. Alles in den Kopf versenkt. Abbildung 12, Kopfhörerkopf. Abbildung 13, Drohne über Afghanistan. Abbildung 14, Militärcontainer in der Wüste von Nevada. Und auch hier die hochgeschätzte Widersprüchlichkeit, je weltabgewandter ein musikalisches Kunstwerk als tönend bewegte Form ist und erscheint, desto wirkmächtiger kann es werden. Je eskapistischer, desto mehr in der Mitte der Wirklichkeit. Was wird hier gespielt? Das Werk schließt sich ab. Es schließt sich aus. Es führt ein Eigenleben. Abbildung, autonomes Kunstwerk. Berlin, 6.12.2014, das ist jetzt weißes Rauschen, aus dem die Frequenzen 612 Hertz und 2014 Hertz herausgefiltert wurden. Thesen: Erstens, unglücklich verliebt sein, das ist antikapitalistisch. Zweitens, Musikprogramm im ICE. Die 5. Sinfonie von Beethoven erklingt heute in umgekehrter Satzfolge. Drittens, Protest, spiele die Sonifikation von Gehirnwellen vor dem Gebäude der Bild-Chefredaktion laut ab. Viertens, lies Kafkas Brief an den Vater, deinem Vater vor. Fünftens, nach meinem Tod sollen sämtliche Schriften Kafkas vernichtet werden. Sechstens, alles, was wir wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Luhmann, widerlege diese Aussage am Klavier oder auf der Harfe. Siebtens, Genie und Wahnsinn liegen manchmal weit auseinander. Achtens, Loriots Nudelsketch im Radio hören. Neuntens, der Künstler muss als Bürger Sozialist, aber als Künstler Anarchist sein. Kurt Eisner, 1919. Zehntens,
Menschen, welche in der Entwicklung der Musik zurückgeblieben sind, können dasselbe Tonstück rein formalistisch empfinden, wo die Fortgeschrittenen alles symbolisch verstehen. Nietzsche, Menschliches, allzu Menschliches, Nummer 215. 11. Der Pistolenschuss ist der Aphorismus schlechthin. 12. Popmusik als weißes Rauschen hören, weißes Rauschen als Popmusik hören. 13. Je unmusikalischer, desto musikalischer. 14. Als der erste Satz aus Franz Kafkas Verwandlung eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich verwandelt in diesen Satz. 15. Die letzten Tonhöhen verknüpft ein Einzelner. 16. Beschreibe deine Work-Life-Balance mit Hilfe einer begleiteten Melodie in A-Moll. 17. Spiele, solange Gott nicht erscheint, einen Akkord. 18. Hieße ich Otto, nie könnte ich etwas normal verbrauchen. 19. Auch bei Freundschaftsspielen im Fußball sollte es nach Unentschieden Elfmeterschießen geben. 20. Die Lust, im Museum jemandem ein Bein zu stellen. 21. Hirnforschungen haben ergeben, dass ich der beste Komponist bin. 22. Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, Marx zu zitieren. Andrea Fraser. 23. Totenschädel sehen immer so aus, als würden sie grinsen. 24. Einen unaussprechbaren Namen haben und dann am Flughafen provozieren, dass man ausgerufen wird. 25. Sehnsucht danach, dass der Zweite Weltkrieg 1 Million Jahre zurückliegt. 26. Man sieht es auf jedem Foto, das 19. Jahrhundert war noch überhaupt nicht reif für die Erfindung der Fotografie. 27. Die Angst, wenn ich einen Arzttermin ausmache, dass ich in der Zwischenzeit genese und vor dem Arzt wieder Depp dastehe. 28. Stilkritik. Niemals bei Geburtsanzeigen angeben, wie viel das Neugeborene wiegt. Wenn, dann bei Todesanzeigen dazuschreiben, wie viel die Leiche wiegt. 29. Durchsage im Aufzug, Ausstieg in Fahrtrichtung links. 30. Ich will, dass jetzt alle mal über Klang nachdenken. Abbildung, Kopf, Versuch. Gibt es so etwas wie eine wahre politische Ästhetik im falschen Kunstleben? Audio, Theodor W. Adorno vom Altern der neuen Musik. Abbildung, Schwarz-Weiß-Fotografie, fotografierender deutscher Tourist in Italien, 1965. Abbildung 15. Monochromes Gemälde von Joseph Marioni, Bildunterschrift, Joseph Marioni Nummer 31, Number 31, 340 mal 410 cm. Abbildung 16, Versuchskopf in einer Versuchsanordnung. Ein Haar auf die Spitze stellen. Mehr und mehr ist die Nutzerin, die Kunstliebhaberin zur letzten einsamen Instanz des Kunstwollens geworden. Woran wird gemessen, wenn der Maßstab selbst zum Betrachtungsgegenstand geworden ist? Exkurs? Das Maßnehmen der neuen Musik und des neuen Musiktheaters? Das Portal des Guckkastentheaters? Die Positionierung des Publikums im zumeist dunklen Zuschauerraum gegenüber der Bühne? Die konkave Architektur der Spielstätte als Kultort des öffentlichen Diskurses? Alles dies ist inzwischen weit hinter der Bewegungsvielfalt unserer öffentlichen Wahrnehmungssituationen zurückgeblieben. Es wird zwar immer noch und immer wieder versucht, sie aufgefrischt zu verhandeln, die mediale Wirklichkeit unserer Lebenswirklichkeit spielt oft genug aber an dieser Situation vorbei, spielt sogar gegen sie. Denn alle Machtausübung durch die ästhetischen Benutzeroberflächen hindurch nutzt das, was wirkungsvoll ist, immer bis ins Letzte aus. Hier geht es ja ums Ganze. Profit und Machtinteressen, Geld und Einfluss. Diese Motivation sorgt schon dafür, dass ihre Kommunikationsmittel einmalig und avantgardistisch sind. Denn die Konsumentin will ja überrascht werden. Man muss sich in seinen Attacken abheben von den Attacken anderer Mitbewerber. Wo befinden wir uns? Der Betrachter ist im Bild. Das bewegte und musikalische Bild ist mitten in uns. Das Werk trennt es. Es sondert es ab in der Bewegung. Alle Rahmen werden mitgedacht. Der Betrachter wird mitten in der Aufführung des Bildes seiner selbst inne und gewahr werden. Seiner selbst gewahr, vielleicht
ohne Schrecken, aber im Entsetzen, Entsetzen. Schöpfung, das Werk hat sich ins Innere der kunstverständigen Liebhaberin hineinverzogen. Es hat sich verpflanzt, entsetzt. Die Kunst hat versucht, sich unverkäuflich zu machen. Endlich Schluss mit der Marketingbiegsamkeit. Kurs gegen Null. Audio 6, Einspielung einer Einspielung. Sicherlich willst du dein ganzes expressives Gewicht in die Musik legen. Selbst wenn es eine wilde, trashige Aktion ist, machst du es aus Verpflichtung zur Schönheit. Die Idee ist die Seele, die das Kunstwerk produziert. Aber was nutzt es, den Schönheitsbegriff hier zu ändern, wenn er im Leben noch eine ganz andere Rolle spielt? Schönheit mag keine Angelegenheit der Kunst mehr sein, aber sie bleibt eine des Heiratsmarkts. Audio 6, Einspielung einer Einspielung. Ästhetischer Hochfrequenzhandel oder hochfrequente Handlungsästhetik? Ästhetischer Hochfrequenzhandel oder hochfrequente Handlungsästhetik? Audio 7, Sample-Konstruktion. Hat die Finanzöffentlichkeit sich winzig klein gemacht, um in jede Ritze zu passen? Gleich Tinnitus. Einspielung. Tinnitus. Eskapade? Wo außen, wo innen liegt, lässt sich im Mitvollzug eines Kunstwerks nicht mehr so genau bestimmen. Der Betrachter ist heutzutage im Bilde, die Hörerin inmitten des kompositorischen Prozesses. Die Kunst strahlt nicht ab, sie strahlt ein. Exzess? Der darstellerische Prozess wurde geläutert und dient der ästhetischen Gemessenheit, dass zum Beispiel Verringerung des Publikums auf eine Anzahl, die im Zentrum des Geschehens platziert werden kann. Kennen wir das nicht vom Prinzip her? Die Öffentlichkeit hat sich uns zugewandt. Wir sind
Ich bin Bühne. In jedem Spielraum findet man Grenzen, indem man sie maßlos nutzt. Alle Rahmen haben sich, wenn man so will, verschoben. Abbildung 19, Neurocheck. Bildunterschrift, zwei aufgeklappte Hirnhälften, Klammern, Innenansicht. Abbildung 20, afrikanische Flüchtlinge im Überquellen der Barkasse. Abbildung, das Kontergankind ist der größte Komponist der Gegenwart. Bildunterschrift, Werktitel von Joseph Beuys. Und was ist mit der Musik? Der Musik, dem hörbaren Kunstwerk, den fliegenden Welten, der alles überschreitenden Bewegung bis über alle Grenzen hinaus, der tönend bewegten Form. Wer verteidigt unsere eskapistische Enklave? Wohin mit Schöpfung und Seitensprung? Klangbeispiel 3, zurückgerettet, Webern, Bagatellen für Streichquartett, erster Satz. Alles ist benutzbar, alles wird vereinnahmt, machbar, alles wird eingerahmt, umgemünzt. Was Kunst ist oder zu sein hat, wird immer der Übergriffigkeit bestimmter Interessen ausgesetzt sein, ausgeliefert sein. Oder die Vorzeichen können jederzeit sich umkehren. Was einst vorne war, ist jetzt ganz weit draußen. Was eben noch am Rand war, ist in ganz kurzer Zeit in die Mitte gerückt, Mainstream. Oder ist die Naivität der Entblößung notwendiger Teil des künstlerischen Prozesses? Abbildung 21, Van Gogh, teilverstümmeltes Ohr. Bildunterschrift, Liebesbeweis, Aussparung, negative Ästhetik. Oder Welthaltigkeit von Kunst ist auch darin dokumentiert, dass sie ihren Werkzeugkasten überprüft. Komponieren heißt ein Instrument bauen, also welche Werkzeuge brauchen wir zunächst einmal dafür? Abbildung 22, Messgerät, Stromprüfer. Oder Welthaltigkeit von Kunst ist auch darin zu bemessen, dass sie ihr sicht- oder unsichtbares Regelsystem reflektiert, allerdings als offenes Geheimnis. Hoffnung. Jetzt also auch ein Mahnmal, Kinderchor, Setzung, Wellenform, Film, eine Schule, Oper, lange Nacht, ein Buch, ein Club ohne Bücher, ein Büchner, eine Malaria, Sinfonie, ein Freundeskreis, Fleisch und Stein, Zeitungen, Versäumnisse und kleinere Nachlässigkeiten, Kaskaden in der Gegensprechanlage, Freundschaften gefährdet, ein Kind, ein Hund, Windrad, ein Musikstück mit Geige, ein Gartentor, eine Taumittelsprühanlage auf der Sauerlandlinie, ein Wort mit 6 Konsonanten in ununterbrochener Folge, eine Kombizange, ein Komponist, eine Komponistenschmiede, eine Ost-, eine westdeutsche Übereinkunft. Ein Versuch, den Grad gegenseitigen Verständnisses zu verfeinern, verbessern, vergessen zu machen, versetzen. Ein Punkt, ein springender Punkt, ein Ei, dessen Punkt zu springen im Begriff ist,
ein Begriff, auf den man es bringt, eine Einwegtasche, ein Tornister. Die Zunge bewegt sich, der Mensch macht mit. Ein Klang im Eisenbahntunnel. Ein Klang und... Zürich wird rauschen, Darmstädter Akkorde, erwägen, konstruieren können, Material nimmt weg, vergeudet mehr Fragen. Diese brutale Wechselnote, harmonisches Pech, Johann Sebastian Bach 1929 bis 1959, Form, Augen, Vertonung, der Mensch wird Mädchen, der Theoretiker imaginiert seinen Klassizismus, das Desiderat genießt Vollkommenheit, die Utopie sonarer Tonartbereiche, die rhythmische Gesellschaft, Wille, Quadrat, Anspruch. Regulationssysteme, Stimmen, Penis. Die harmonische Wirklichkeit. Streng leidet die Substanz. K gleich Krebs. Schreiben, dann vibrieren. Oder. Wir denken die Schaltung immer mit. Abbildung 23, Stromfluss. Einspielung Video 2. Absolut autonome Musik. Von hier aus Einstieg ins Innerste der Maschine. Abbildung 24. Pfeil auf Eingang. Gibt es irgendeine grundlegende Finesse, ein Gelenk, eine Wendung, eine List, eine Medizin, eine Pille, die nicht aufgegriffen und umgemünzt werden kann? Einen Schutzwall gegen Missbrauch? Ein Anti-Hochfrequenz-Ästhetiker-Hebel. Abbildung 25. Wegretuschierter Trotzki neben Stalin. Sind wir der verkleinerte Nebenabdruck der Gesellschaft? Das negative Labor? Abbildung 26. Negation. Was genau ist mit der Gesellschaft gemeint? Die Masse aller virtuell Beteiligten, eine Zahl, Statistik, Abbildung 27, selbstgefälschte statistische Darstellung. Volkswirtschaft, heute globalisiert, das sich mir entgegenwölbende Medienrelief, eine endliche, veränderbare Menge von Individuen, ein Resonanzraum, Zweckgemeinschaft, Verabredung, Sprachraum, Abbildung 28, Hüllkurve. Einspielung. www.spiegelonline.de. YouTube Link 2. Paul Celan liest die Todesfuge. Originell sein, Kunst, ich. Premiere, Zentrum, Klavier. Kontrapunktische Malerei, Acryl, Musik. Die Dichotomie der Empfindungen, der Schlusspunkt der Erfahrung, ein Vorrat an Einfühlung, Sprache variabel verschränkt, Materialien, Material, Materie, Mater, Stoffschichten, Schwellenzeit, Berlin, der Ursprung ist umgekehrt, die Schwellendimension der Oberstimme bei Imitationssätzen. Die Musik 1914 bis 1916. Das Vertraute zunächst mitbekommen. Eggebrecht fragen. Aufführung, Lehre, Anspruch. Vernichtung allen Selbstverständnisses. Der indirekte Moment. Trotzki in jedes Foto von Stalin hineinretuschieren. Noch nie einen natürlichen Satz gehört. Die Dinge des Menschen sind soweit Kunstprodukt. Sie müssen in ihren Geheimniszustand entrückt werden. Abbildung, Einspielung, Pointe und Schalte. Das kompositorische Denken besinnt sich in Gewitztheit,
Althochdeutsch Witze gleich Witz und Verstand, seiner Gewitztheit und versucht es auf den Punkt zu bringen. Pointe. Abbildung 29, mathematischer Punkt. Der mathematische Punkt ist ohne physisch-plastischen Körper, bloß ein gedachter Punkt, definiert durch zwei Linien, die sich schneiden. Abbildung 30, der Ort. Der Ort ist das Moment des Schneidens. Ort ist eine Bewegung, Funktion des menschlichen Bewusstseins. Abbildung 31, Bewusstsein im Moment seiner Veränderung. Der Punkt verändert ständig seine Position, um erkennungsdienstlich nicht erfasst werden zu können. Unser Messinstrument ist in Bewegung. Was wir, was unser Körper ist, in dem sich permanent verändernden Raum, wird im Vorgang des Ermessens quasi musikalisch ermittelt. Musik als Messvorgang, die Wahrnehmung der Oktaven 1 zu 2 zu 4 zu n, die Genese, die Erfindung des musikalischen Raums. Können Tiere Oktaven singen? Der Mensch lacht, trauert und ermisst sein Dasein in Musik. Abbildung 32, Elektron. Negativ oder positiv sind hier nicht genau zu bestimmen. Der Betrachter, Abbildung, Mensch am Monitor, Schwarz-Weiß-Fotografie, ist initiiert. Die Konstruktion eines Witzes, der seine Pointe permanent in Bewegung hält, um diskursiv nicht erfasst zu werden, ist metastabil, metabolisch. Innige Metapher trägt Metaphoräen, hinübertragen, hinüber, trägt uns, trägt zum Verständnis bei. Abbildung 33, Gedanke, ist Frischkost, ist unterwegs. Einspielung, Klang, neu kontextualisiert. Die Komposition stößt sich mittels ihrer Schalte ab. Das Gefährt kommt in Bewegung. Abbildung 34, abgespaltener Holzscheit in der Hand eines Schiffers. Das Schiff oder Boot oder mag es eine Nussschale sein, es kommt aber auf dem Wasser in Fahrt. Es trägt hinüber. Einspielung, Abbildung. Das sind sämtliche Sinfonien von Beethoven, abgespielt in einer Sekunde. Das sind sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Das ist Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Das Audiobuch, abgespielt in einer Sekunde. Das sind 120.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Das ist der Soundtrack zu dem Film Rambo 3, abgespielt in einer Drittelsekunde. Das ist der Soundtrack von einem Porno, abgespielt in einer Drittelsekunde. Das ist Britney Spears, Baby One More Time, 10-mal abgespielt in einer Sekunde. Das ist Britney Spears, Gimme More, 400-mal abgespielt in einer Sekunde. Das ist Fatemeh Habibi, ein iranischer Flüchtling, der sich illegal in Deutschland aufgehalten hat. Und es wurde ein Sinuston durch seinen Kehlkopf abgespielt.
zwei Tage vor seiner Abschiebung. Und das ist wiederum Fatemeh Habibi ein halbes Jahr später in Teheran, nachdem er eine dreimonatige Gefängnisstrafe abgesitzt hat, derselbe Sinusturm durch seinen Kehlkopf. Das sind die Aktienkurse von Banken bei der Finanzkrise 2009 als Soundtrack für ein Computerspiel. Das ist der Papst, abgespielt auf einem Kondom als Membran. Das ist die Bibel als Hörbuch, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Das ist die Tora als Hörbuch, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Das ist der Koran, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Und das Gesamtwerk von Nietzsche, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Und Bibel, Tora, Koran und Nietzsche zusammen. Das ist dann Immanuel Kant, Kritik der reinen Urteilskraft, abgespielt 22.000 Mal in einer Sekunde, also nur für Fledermäuse hörbar. Das ist die Anzahl der toten GIs im Irakkrieg zum Stand vom 1. April 2014, ein Toter pro Mikrosekunde. Das ist Hitler, der das Wort Reich spricht, aber achtmal langsamer. Das ist ein illegaler Code zum Rippen von DVDs, abgespielt als Schallwelle. Und das ist ein gänzlich neutraler Ton ohne jede Bedeutung. Einspielung, Abbildung. Unbescheiden, wir schweben. Das Wasser, unser Medium, es trägt, was uns trägt. Von unbeschreiblicher Schönheit, unbeschreibbarem Glanz, das Licht auf seiner Oberfläche reflektiert. Abbildung 35, Moiré. Und doch nur von dieser, von meiner Position aus, in solcher Weise sichtbar, unauffällig, nichts Besonderes, möchte man sagen. Abbildung 36, diskrete Betrachterin. Die Schalte, Werkzeug zum Abstoßen und Lenken eines Boots aus dem Wasser, eine Holzstange, mit der geschoben und gesteuert werden kann, bringt die Kraft des Schiffers, des Fährmanns, auf den Punkt, die Pointe. Abbildung 37, Schönheit. Technologie des Abstoßens, Abbildung Einspielung, vom Grund weg. Ist dinglich konkret, Abbildung Einspielung, Welthellsichtigkeit. Metabolisch, trägt, taugt zur Metapher. Einspielung, Unterseite eines Bootskörpers. Das Schiff ist dicht, es trägt, es trennt vom Wasser, es trägt von hier nach dort. Einspielung, Fluss. Abbildung, Gesang. Abbildung, Webern, entflieht auf leichten Kähnen für Chor. Ablichtung, Musik. Die untrennbare Reihe, Quellenlektüre als Denkform, Ontologie im Kontrapunkt, Grundbegriffe und Verlaufskurven, die deutsche Vision des Teilmotivs, Isorhythmikschule, Folgen bilden bestimmte Tempi, Introduktion und Eigenleben, in der Auseinandersetzung wählte er S-Dur, Sag eine Kritik, Vorbemerkung zum musikalischen Jahr, Töne anderen Zustands, Krebs-Umkehrungssymmetrie, Barock-Hintergrund, Darstellung von Opposition ohne Hintergrund, wie man melodische Sätze auffasst, der bessere Teil der Kriterien, die von Hegel identifizierte Ahnung, Dur-Thema, Schopenhauer-Lektüre, plagale Argumente, Privatfotos von Brahms. Handeln durch Nichthandeln.